Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier mal wieder bei Avantia on Tour. Ich bin der Dirk und im heutigen Video möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Kunststoffe am Fiat Ducato erzählen. Ihr seht ja, wir haben hier sowohl am Heck als auch vorne am Fiat Ducato eine ganze Menge an schwarzen Kunststoffen und ja, wie ich die in den letzten 2 Jahren einigermaßen sauber gehalten habe, darüber möchte ich euch in diesem Video was erzählen. Also, wenn es euch interessiert, bleibt einen kleinen Moment dran. Ja, ihr seht, hier vorne habe ich schon einiges aufgebaut, was ich so die letzten, oh, ich fahre jetzt Auto seit 89, also kann man sagen, in den letzten 30 Jahren immer mal wieder getestet und ausprobiert habe. Ja, das Problem beim Fiat Ducato ist hier nur Folgendes. Wir haben seit 2018 am Fiat Ducato wirklich zum ersten Mal richtige Kunststoffe, die auch den Namen Schwarz verdienen. Davor, das könnt ihr beispielsweise in den Videos von Travel Camping Living sehen, bei Zottel, da ist das alles noch so ein bisschen mehr ins Grau. Und auch hier hinten, wenn ihr euch das mal anguckt, ne, auch hier, das ist im Grunde nach alles mittlerweile, naja, ich sag mal einigermaßen schwarz. Das Ganze schwarz zu halten, ist ein Riesenaufwand, mit ein paar vernünftigen Produkten, aber relativ einfach zu machen. Und wie ihr seht, ich habe den Avanti extra heute für dieses Video frisch gewaschen. Und ja, jetzt gucken wir uns die Sachen mal im Einzelnen an. Ja, wie immer noch an der Stelle der wichtige Hinweis, also das Video ist weder von irgendeiner Firma gesponsert, noch habe ich da irgendwas von, wenn ich das ein oder andere Produkt hier zeige. Das sind einfach Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wespe, hau ab. Ja, also ihr seht, wir haben eine ganze Menge an Zeug. Ich zeige euch erstmal, was nicht funktioniert hat in den letzten Jahren. Und das ist zum einen Armor All. Das könnt ihr im Innenbereich verwenden. Ich habe es außen mal versucht, und zwar dieses Seidenmatt Armor All. Das gibt nach einem ersten Regen unwahrscheinliche Streifen. Ja, also das sieht man dann, wie das hier runterläuft. Und das macht wenig Sinn. Was auch nicht funktioniert hat, sind diese ganzen, ja, ich sag mal, Reiniger mit Farbpigmenten. Da gibt es eine ganze Reihe von, einmal hier von Nigrin, dieses Color Kunststoff. Das ist eine wahnsinnige Sauerei, dieses Material aufzutragen. Und ja, ich sag mal, so gut man es nachher auch von den Händen abwaschen kann, so gut wäscht sich es auch selbst bei Regen wieder vom Stoßfänger runter. Also das funktioniert nicht. Dann gibt es auch aus dem gleichen Hause sowas hier mit einem, ja, ähnlich wie man das von der Schuhcreme kennt, mit so einem Auftrager. Macht bei diesen Riesenteilen auch keinen Sinn. So, dann gibt es hier auch von Nigrin, meine Güte, Tiefenpflege-Seidenmatt. Hat auch nicht wirklich funktioniert. Das Einzige, was bei mir in den letzten Jahren wunderbar funktioniert hat, und das ist auch, ich sag mal, noch zu einem vertretbaren Preis zu bekommen, ist das hier. Das muss jetzt nicht zwingend von Balistol sein, da tut es auch das günstigste Silikonöl aus dem Discounter. Das ist wirklich eine Sache, das zeige ich euch gleich auch mal. Das tut's. Also das hält auch ein paar Wochen, ne? Neu habe ich jetzt das hier, und das wollen wir heute Morgen das erste Mal ausprobieren. Das nennt sich Koch Chemie Nano Magic Plast Care. Also wer sich in der Marketingabteilung bei Koch diesen Namen ausgedacht hat, naja. Gibt es auch bei Amazon. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Infobox. Gab es bisher eigentlich nur für den, ja, ich sag mal, für den gewerblichen Bedarf, da leider auch in Literflaschen, beziehungsweise es war gut, dass es das da in Literflaschen gab, denn jetzt für den Konsumerbereich gibt es das nur noch hier in 500 Millilitern. Wird geliefert mit einem Schwämmchen, ne, wo man das mit auftragen kann. Und das wollen wir jetzt mal testen. Und dann machen wir in dem Video auch mal einen kleinen Zeitsprung, so 14 Tage nach vorne, und dann gucken wir uns die Kunststoffteile nochmal an. Ja, ich habe jetzt mal die Kamera hier auf die andere Seite gestellt, weil ich glaube, hier kann man es ganz gut erkennen.
dass das hier schon so ein bisschen ausbleicht. Und hier sieht man auch noch so, ja, so Streifen nach unten, wo dann tatsächlich das Regenwasser abläuft. Ich habe jetzt mal ganz normales Ballistolöl. Also wie gesagt, kein Waffenöl, sondern es muss Silikonöl sein. So, da schmiere ich jetzt hier mal so ein bisschen was auf den Lappen. Am besten mit Mikrofasertuch arbeiten. Und dann sieht man schon direkt, wie das hier einigermaßen Farbe annimmt. Ja. Und das ist auch kein Riesenaufwand, ne, damit jetzt das Fahrzeug zu machen. Aber ihr seht jetzt hier schon, ich habe ihn gestern gewaschen. Ich bin noch davon ausgegangen, ich habe ihn eigentlich ordentlich gewaschen. Aber es kommt immer noch mal Zeug runter dabei. Ja, und so mache ich jetzt mal den gesamten vorderen linken Stoßfänger. Ja, ihr könnt das auch, wenn ihr wollt, direkt auf den Stoßfänger auftragen. Ich mache es immer lieber erstmal auf den Lappen. Und ja, das muss auch nicht die Riesenmenge sein, die man da aufträgt. Jetzt gehe ich immer mal noch hin, suche mir eine saubere Seite und gehe dann hier gerade ein bisschen über den Lack, dass das noch weggeht. Ihr könnt natürlich auch noch einen zweiten Lappen holen und geht damit dann über den Lack drüber. Ja, das ist jetzt das Bild der GoPro. Ja, also so sieht das jetzt hier aus. Ja, gehen wir mal noch an die Seite. Ja, ich habe jetzt hier auch mal noch runter gemacht. Ja, ich finde, so kann man das erstmal lassen. Ja, ich glaube, hier hinten rechts kann man sehr gut erkennen, dass der wirklich jetzt mal Pflege braucht. Ich habe gestern unsauber geputzt. Die Stelle möchte ich jetzt mal, und dann mache ich auch die ganze rechte Seite, hier mal mit diesem Koch, ich kann mir den Namen nicht merken, Nano Magic Plast Care. Das reiben wir jetzt damit mal ein. Dazu nutze ich hier diesen Schwamm. Und erstmal muss das natürlich aufgehen. Aha. Der Hersteller sagt, ganz wenig benutzen, also ganz wenig auftragen. Ja, ich glaube, das ist schon zu viel. Ja. Ja, und damit kommt man auch sehr schön hier oben in die Ecken rein. Ja. Ich hoffe, dass man das auf der Aufnahme nachher auch erkennen kann, was das für einen Unterschied jetzt ausmacht. Also der Schwamm ist nicht schlecht, das muss ich schon sagen. Ja, also ich mache das immer noch mit dem bisschen, was ich da eben aufgetragen habe. Also ergiebig ist das mal auf jeden Fall. Will ich nicht meckern. Hm, ich versuche das mal noch hier. Ne? Da haben wir noch was auf dem Schwamm. Ich bin erstaunt. Ich bin noch mal gespannt, wie lange das in der Wirkung dann anhält. Ja, ihr seht, da war ich noch nicht. Ne? Da war ich ein bisschen. Da fängt es dann an. Und hier hinten war ich dann wieder nicht. Ah, und ich glaube, jetzt hier das Stück mache ich jetzt mal noch mal mit Silikon. Mal gucken, ob das einen Unterschied gibt. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Also ich erkenne da jetzt wirklich als Pingel keinen großen Unterschied. Ja, die Frage ist, wie lange hält's? So, und jetzt mache ich mal die ganze Seite. Also ich könnte mir vorstellen, bei 18 Zoll Felgen wird das dann natürlich hier ein bisschen eng. Na, also ich habe jetzt hier die gesamte Seite in 2 Minuten. Na, also kein Akt. Aber ich gehe jetzt nochmal drüber, guck mal, wo ich ein bisschen versagt habe und dann hole ich nochmal die GoPro und dann gehen wir nochmal im Detail ran. Also ich finde schon, man sieht da schon ein Unterschied. Also das sieht gut aus, wenn man jetzt mal hier hochguckt, beispielsweise an den Kunststoff hier vom Spiegel. Na, da war ich jetzt noch nicht. Und dann wieder hier hin. Ja, und auch hier an der Seite. Das ist jetzt wirklich wieder schwarz. Ja, Silikonöl oder Nano Magic Plast Care von Koch Chemie. Ich bin selber gespannt. Wir machen jetzt mal einen Sprung, 2 Wochen nach vorne und dann gucken wir uns das Ganze an. Ja, 4 Wochen sind jetzt rum. Wir waren zwischenzeitlich auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Da sind wir teilweise bei strömendem Regen hingefahren. Wir waren in der Lüneburger Heide, eigentlich nur bei solchem Wetter. Und wir waren zwischenzeitlich auch noch in Bad Salzuflen, bei Club Traveler auch im Regen. Und ja, 4 Wochen sind rum und ich wollte euch mal zeigen, ob es tatsächlich Unterschiede gibt zwischen dem Silikonöl und diesem, ich kann es mir immer noch nicht merken, Koch Chemie Nano Magic Plast Care. Ich glaube, irgendwann habe ich es jetzt drin. Ob es da Unterschiede gibt jetzt nach 4 Wochen. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, ich habe dazu das Fahrzeug auch mal in die Sonne gestellt. Also das hier ist jetzt das Bild nach 4 Wochen. Hier vorne, das war ja die Seite, die ich mit Silikonöl gemacht hatte. Die macht mir tatsächlich, muss ich sagen, im Moment noch den besseren Eindruck. Hier, ich glaube, das kann man sehen, kommen schon wieder so ein paar Schattierungen durch. Noch deutlicher wird es hier hinten. Also hier am, ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Da kann man schon so ein bisschen erkennen, wo ich gewischt habe. Hier sieht man tatsächlich auch schon so, wo Wasser runtergelaufen ist. Ja, hier mal die andere Seite im Schatten. Die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ja, wo das Kochzeug auf jeden Fall noch einen gewaltigen Vorteil hat, ist hierbei, gibt mal Acht. Na, hier mal guckt. Ich hoffe, das kann man sehen. Also das perlt ruckzuck ab. Und das versuche ich jetzt mal hier hinten bei dem Silikon. Also zumindest ist es mir beim Autowaschen aufgefallen, dass es hier auf der Seite dann nicht so war. Ja, seht ihr? Das macht nicht mehr so schöne Tropfen wie auf der anderen Seite. Also da scheint es tatsächlich schon noch einen Unterschied zu geben. Mal nochmal. Ja, versuchen wir es mal hier nochmal. Ups. Gucken wir hier nochmal, wie es jetzt hier wird. Mal da nochmal drüber gehen. Also das ist tatsächlich jetzt nicht. Ah, hier unten ein bisschen, aber sonst finde ich, färbt es jetzt nicht allzu sehr nach. Oder? Was meint ihr? Ich habe eine Meinung und die sage ich euch gleich wieder vorne. Also mein Fazit ist relativ eindeutig. Und da muss ich vorausschicken, ich bekomme hier weder von Ballistol noch von Koch irgendeinen Cent.
gar kein Thema. Das hier war eigentlich immer Sauerei. Na, wenn ich das Ganze auf den Lappen auftragen musste und hatte dann nachher diese öligen Finger, diesen öligen Lappen, war auch nicht schön. Kosten könnt ihr selber gucken, irgendwo zwischen 3 und 6 Euro, je nachdem, was ihr für ein Silikonöl kauft. Das Ding hier kostet 15 Euro. Da sind 500 Milliliter drin und da kommt der Schwamm dazu. Also das ist ganz klar jetzt mein Favorit, weil es total einfach aufzutragen ist und ich sag mal, es hält locker für 3 bis 4 Wochen. Ich packe euch das auch mal unten in die Infobox als Link. Könnt ihr euch selber mal angucken, vielleicht auch mal ausprobieren und schreibt mir dann bitte mal eure Meinung unten drunter. Eine Bitte habe ich auch noch, falls ihr noch irgendein Hausmittel habt, was noch besser funktioniert, von mir aus, ja, Schuhcreme oder sonst irgendwas, dann schreibt es mir auch bitte mal in die Kommentare rein. Also ich bleibe jetzt in Zukunft hier bei dem Ding und mit dem Schwämmchen hier ist das eine ganz einfache Sache. Ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war ein kleines Video, ich glaube so kurz war es jetzt doch nicht, zum Thema schwarze Kunststoffe. Das Problem werden ja viele von euch haben. Ich sage danke fürs Zusehen und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein hier bei Avantia on Tour. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.